Bund erstens sein Angebot für Hochschul- und Fachhochschulpraktika auf dem bisherigen Niveau weiterführt. Zweitens, dass der Bund seine Anstrengungen, jungen Lernenden über ein größeres Angebot an Attestlehrstellen den Weg in die Berufswelt zu ebnen, intensiviert. Und drittens soll der Bund auch seine Bemühungen, Menschen mit Handicaps wie psychischen Beeinträchtigungen im Arbeitsprozess zu halten, verstärken. Es geht also um die Förderung der Chancen im Berufsleben für junge Menschen und für Menschen mit Einschränkungen. Es geht um die Zahl der Hochschulpraktika und um den Kredit für Attestlehren und Berufsintegration. Vor ein paar Tagen klagte mir ein bestqualifizierter Fachhochschulabgänger, wo er sich auch bewerbe, heiße es, sorry, Sie haben keine Berufserfahrung. Das zeigt, die Erfahrungen, die in Hochschulpraktika gewonnen werden, stärken Studienabgängerinnen und Abgänger beim Berufseinstieg. Gerade mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung im nächsten Jahr ist das von besonderer Bedeutung für die Jungen, aber auch für uns alle, für die Gesellschaft insgesamt. Zudem sind Hochschulpraktikantinnen und Praktikanten für die Verwaltung eine Entlastung und natürlich auch eine Bereicherung. Darum soll der Bund die Hochschulpraktika auf bisherigem Niveau weiterführen. Er soll die Zahl der Attestlehrstellen steigern und in der Integration von Menschen mit Behinderungen mehr tun. Ausgehend von Modellrechnungen der letzten IV-Revision wurde in der Kommission festgestellt, dass der Bund weniger tut als große Arbeitgeber. Unser Antrag ist darum ein Auftrag an den Bundesrat und an die Verwaltung. Der Bund soll seine Pflicht erfüllen. Darum die Aufstockung des Kredits für besondere Personalkategorien in der Höhe um 1,5 Millionen. Das sind 1,5 Millionen für mehr Chancen für die Jugend und für Menschen mit Behinderungen, damit sie ihren Platz in der Arbeitswelt finden. Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen.